In diesem Video werden wir weitere Verbrechen aufklären, doch was für Hindernisse werden vor uns stehen? Aha, Freunde, guckt mal, was wir hier finden. Ein Brief von jemandem. Wieder liegen wertvolle Papiere herum. Das sieht genauso aus wie die Papiere von vorhin. Der Täter wird also noch nicht aus die, wird doch nicht etwa in diesem Zimmer gewesen sein? Meinst du, der Täter ist vielleicht auch nur hier drin? Vielleicht können wir das ja gucken. Indem wir uns verstecken, Freunde! Glimmerliner Tag 2 beginnt an der Stelle und es wird spannend, Freunde, denn wir haben viele Aufgaben zu erledigen, wir sind viel unterwegs, wir haben noch die Muschelohren zu holen für die Kellnerin zum Beispiel oder eine Radausgabe zu lesen, aber darauf habe ich jetzt absolut keine Schnitte. Das machen wir später. Ich werde jetzt nochmal zu dem guten Pinguin gehen, aber vorher zur Ratte, denn ich habe mich natürlich ein klein wenig informiert. Wo ist der hin? Oh, er ist hier. Was ist passiert? Oh, Mini, wenn ich wirklich, wenn das wirklich weg ist, werde ich gefeuert. Was? Was ist weg? Luigi, du kommst gerade richtig. Ein neuer Fall ist aufgetreten. Also, erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Ja, du, also als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin befinden sich wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Oh, heftig. Beruhige dich. Es wird sich schon irgendwie klären. Überlass das nur, Luigi. Also gut, unser neues Produkt ist ein Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann er Tote zum Leben erwecken. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, dann ergibt es eine gewaltige Explosion. Das ist nicht euer Ernst. So gewaltig, dass es diesen Zug einfach wegsprengen würde. Nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände gerät. Oh, oh. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Wisst ihr noch beim letzten Mal? Die Muschelohrringe und das Gold, was verschwunden ist? Das hat also jemand deinen Koffer gestohlen, hm? Ich erinnere mich an, dass der Koffer noch gestern da war. Ja, ach nee, das ist mir klar. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der tote Täter muss noch in diesem Zug sein. Du hast es wieder mal geschafft, Ping. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Den beiden ist auch etwas im Zug abhanden gekommen. Die Kellnerin hat ein paar Moschelohrringe verloren. Und die Dame Brilliant-T hat einen goldenen Ring verloren. Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ohrring gestohlen hat, dann ist er wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Brotrufbüchers ist. Also Luigi, du sollst den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns was Fürchterliches bevor. Ja, aber was, wem muss ich denn da jetzt suchen? Warte mal, hast du einen Tipp? Nee, du kannst ihn nicht mehr weiterfinden. Der muss Brilliant T und, Brilliant T. Ja doch, Brilliant T und die Kellnerin noch irgendwelche Tipps geben, wo sie in etwa verloren haben. Weil ansonsten, wo soll es sein, nicht? Keine Ahnung. Guten Morgen, was ist eigentlich mit meinen Ohrsteckern? Ja gut, dass du mir eine Hilfe bist. Nicht. Okay, wir haben ein ganz großes Problem. Wenn Brilliant T uns jetzt nicht helfen kann, ich weiß nicht, wo wir suchen sollen. Guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und, hast du schon meinen goldenen Ring gefunden? Bin mir ganz sicher, dass du ihn finden kannst. Oh, oh. Was muss ich denn jetzt machen? Oh, ich glaube, ich gucke einfach mal überall nach. Lol, was? Schwer zu entziffern, aber scheinbar sehr wichtig. Unterlagen. Hier war doch Star T. Sehr schwer. Das müssen wir bestimmt zu Professor vor allem.
Inspektor Ping geben. Hä, das ist ja mega gut. Wir sind einfach instinktiv richtig gelaufen. Eigentlich wollte ich nur in jedem Waggon jetzt nachgucken, ob alle noch da sind. Aber dann wissen wir schon, wer es wahrscheinlich ist, weil, ganz ehrlich, Stati hat eine Unterlage verloren und ist nicht mehr in seinem Abteil. Könnt ihr ja schon denken, was er machen wird. Aber wo ist er? Und wir müssen es halt schnell herausfinden, weil ich glaube, es gibt bestimmt eine interne Uhr, wo es dann hier explodieren kann. Obwohl, ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen zu heftig für das Spiel, oder? Inspektor Ping, ich habe Hinweise. Oh, hast du irgendwelche Spuren gefunden? Was ist das denn für ein Blatt? Gibt es da irgendwelche brauchbaren Hinweise? Jo, das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch. Luigi, wo hast du das gefunden? Im Abteil 1, das ist doch das Abteil von Stati, oder? Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn den ganzen Tag heute schon nicht mehr gesehen. Er muss sich irgendwo im Zug versteckt halten. Also gut, Luigi, du solltest diesen feinen Stati schnellstens finden. Okay, Freunde. Versuchen wir ihn mal zu finden. Ich glaube, uns kann aber einer besonders gut helfen. Der kleine Professor Toad. Hallo Mario, keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Tulpenbach anhalten. Voraussichtlich heute Abend. Wo ist dieser Stati? Freunde, ich glaube, das werden wir wohl ein bisschen suchen müssen. Aha, Freunde, guckt mal, was wir hier finden. Ein Brief von jemandem. Wieder liegen wertvolle Papiere herum. Das sieht genauso aus wie die Papiere von vorhin. Der Täter wird also noch nicht aus die... wird doch nicht etwa in diesem Zimmer gewesen sein? Meinst du, der Täter ist vielleicht auch nur hier drin? Vielleicht können wir das ja gucken. Indem wir uns verstecken, Freunde! Aha! Da ist der Gauner. Ja, wo kommt ihr denn her? So ein Mist, ihr habt mich erwischt. Oh, Digga, was? Was? Aha, so haben wir dich. Au! Hä, was tust du denn hier? Du bist also der Täter, verkleidest dich als Stati, um uns eines zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genau so, wie ich es vermutet habe. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Stati bist. Und natürlich auch, dass du Luigi den Drohbrief geschrieben hast. Ah, Bahnhof von Tulpenbach wäre ich geflohen. Dich als Stati zu vögeln wäre ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest halt Pech. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, mein Superhirn entgeht gar nichts. Junge, du hast gar nichts getan, du Labersacke. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen bitte zurück. Einen Koffer halten. Einen Goldring halten. Ein paar Ohrstecker halten. Oh, mein Koffer und der Knallsirup. Ja, hier, kannst du gleich haben. Du hast den Koffer zurückgegeben. Oh, danke, tausend Dank, der Siebrug ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn in Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof von Tulpenbach eingleisen. Einfahren. Wie fair will ich sein entgleisen, Junge? Oh, es ist spät um 15 Uhr. Wir sind in Tulpenbach angekommen, aber die Zugbrücke ist irgendwie noch oben. Naja, eine kurze Pause kann man ja einlegen, nicht? Oh, da ist Stati gefesselt. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird Brunhilda ziemlich sauer. Was? Ich habe zwar die Gestalt von Stadion angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilda Mario fertig machen. Aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir nur noch die beherzte Flucht. Den Rest werdet Brunhilda schon erledigen. Bis dann. Oh nein, jetzt lassen sie auch nur den Typen wieder freilaufen. Ich dachte, wir sind rumpellos.
Sollen wir kurz rausgehen? Der Ausgang ist im ersten Waggon. Na, das klingt doch jetzt nach was Schönem, Leute. Wir werden uns in Tulpenbach ein bisschen umschauen können, aber ich würde gerne noch vorher die Items abgeben. Zumindest kriegst du schon mal deine Ohrstecker. Oh, du hast sie gefunden, meine Ohrstecker. Dankeschön. Oh, da sind die. Was für ein wunderschöne. Ich möchte dir das hier zum Dank geben. Einen Sternsplitter. Es gibt noch nie so einen netten Passagier wie dich. Doch, na klar gibt es nette Passagiere. Glaub mir. Dein Ex vielleicht nicht, aber irgendwo gibt es immer Leute, die nett sind. Und ja, genau so was erwähne ich gerne, weil, wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso man vom Ex noch Ohrenstecker mitnimmt. Gut, wenn man freundschaftlich getrennt ist, ist das okay, aber ich glaube, sie hat immer noch Gedanken für ihn. Und ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Hast du meinen Goldring gefunden? Natürlich. Oh ja, das ist der Goldring, danke, den ich verloren habe. Dank, mein kühner Held. Ich wusste, du würdest ihn finden. Nimm das als kleine Belohnung. Wow, bist du geizig. 30 Münzen ist ein Witz. Leb wohl. Du bist doch nicht so reich, wie du denkst, wa? Tja. Da sind wir halt einfach auch reicher, Leute. Mit unseren 1600. Aber ich würde sagen, Tulpenbach, wir kommen. Guckt es euch an. Das wunderschöne Tulpenbach. Aber wie gesagt, hier gibt es, glaube ich, anscheinend noch ein paar Probleme. Bronzmut und Gold-Typi sind auch draußen, dessen Namen ich wieder einmal vergessen habe. Das ist der Bahnhofsbeamte von Tulpenbach. Immer wieder sieht er, wie der Glimmerliner seinen Bahnhof passiert. Und immer bleibt er hier auf seinem kleinen, einsamen Bahnhof. Aber er weiß, dass er eine wichtige Aufgabe erfüllt. Oh, es gibt ein großes Problem, hört zu! Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke hier geöffnet. Wir können nicht weiterfahren. Das ist schlecht. Ja, und eine Unmenge finsteren Kerle ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Dem scheinen diese Typen betätigt zu haben. Aber der Schalter schon so lange außer Betrieb ist, kennt ihn schon keiner mehr genau. Und, naja, ich müsste auch die Fahrgäste informieren. Aber du kannst diesen Schalter doch bestimmt finden, oder, Mario? Oder? Natürlich. Wirklich? Vielen Dank. Bitteschön, hier ist der Bahnhofsschlüssel. Wir kriegen Eintritt in den Bahnhof, Freunde. Das wird was. Viel Glück, Mario. Ich bin mal gespannt, ob, wir in dem Bahnhof Erfolg haben. Ich habe so das Gefühl, das könnte sehr, sehr, sehr wild werden. Das ist einer der Bahnhofsbeamten von Tulpenbach. An diesem Glimmer, am Bahnhof wird der Glimmerliner immer neu betankt. Aber ich frage mich, was so ein Zug wohl tanken mag. Oh, bestimmt mehrere hunderte Liter. Willkommen, Tulpenbach. Der Zug hält hier, um die Tanks nachzufüllen. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch gar Zierde. Schade eigentlich, dass tatsächlich sowas passiert ist. Aber na gut, Gegenden verändern sich, ne? Ist ja tatsächlich hier auf der ganzen Welt so, dass die Gegenden sich irgendwann in der Zukunft verändern werden und wir wahrscheinlich in der Wüste leben. Da, wo wir jetzt leben. Oh, das ist triggernd da oben. Und gibt's hier keine Musik? Kein gar nichts? Ist das einfach ein stiller Ort? Ja, gut, ist doch ein verlassener Bahnhof, ne? Sollte auch so ein bisschen passen. Lift zum Zugbrückenschalterraum. Bitte bring den Liftschlüssel zurück in den Kellerbüro. Na toll. Ja, ein Liftschlüsselloch brauchen wir. Schätze, wir brauchen wohl einen Liftschlüssel. Tja, Leute, das heißt, wir suchen jetzt einen Liftschlüssel erstmal heraus. Wo wir hier welche finden könnten. Ach, gucke mal, wir brauchen hier ein bisschen Blaskraft von unserer guten Dame. Denn puste mal das weg hier. Oh, was? Ein Eishauch? Okay. Okay, aber wir können nicht mehr tragen. Das ist schade. Dann würde ich... Ich habe halt zu viele Items, ne? Trockenpilz verwenden, was auch immer. Ist totale Verschwendung, ich weiß. Aber irgendwas müssen wir ja machen. So, das erste, was ich schon gleich sehe, ist hier lang. Aber hier gibt es auch kein weiteres Versteck.
Aber ich finde es halt schade, dass hier keine Musik spielt. Das ist so still, wenn man es so überlegt, ne? Und man hört halt alle Sounds. Oh, guck mal, hier ist nochmal ein Schlüssel. Okay, wir merken uns auf jeden Fall jetzt ein paar Schlüssellöcher sind hier. Also nicht gerade wenig, was versteckt ist. Aber immerhin kommen wir noch weiter. Quatsch, ich wollte A drücken. So, was haben wir hier? Neue Gegner. Die hab ich noch nicht gesehen. Freunde, dann schauen wir uns mal... Dann schauen wir uns mal die Gegner an und vor allem die geile Musik dazu. Oh, wie geil. Boah, ich muss sagen, die finde ich sogar am besten bisher von den Kampfmusikteilen, oder? Aber ich kann mir an die anderen noch nicht so wirklich erinnern. Das ist ein Schniffi. Schniffi sind übrigens mit den Stratox eng verwandt. Aber du wirst sie doch nicht sicherlich verwechseln, oder? Naja, maximaler KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Schniffis greifen frontal an und benutzen Elektroattacken. Nachdem sie aufgeladen haben, solltest du sie nicht mehr direkt angreifen. Außerdem laden sie sich auf, wenn du mit den Elektroattacken angreifst. Also lass das lieber. Okay, gut zu wissen. Elektroattacken nicht benutzen. Aber wir gucken mal, was macht ein Multisprung auf die nicht viel Grad. Ja, gut, 3 Damage ist jetzt nicht wenig, ne? Aber... Oh, boah, 4 Damage. Alle, Julia. Shit, okay, noch später. Nein! Ich will kontern, Leute. Ich bin ehrlich zu euch, ich will kontern. Nein, ich habe die falsche Attacke gemacht. Ich bin so lost. Na gut, dann können wir nochmal drauf springen. Okay, wir haben nur noch den einen übrig, aber bitte charge dich jetzt nicht. Mist! Okay, das ist super schwer, den zu kontern. Aber immerhin, Gumbrina regelt schon. Doppelte Sternpunkte, Freunde! Let's go! Denn wir haben unseren Zauber natürlich wieder. Jetzt kriegen wir einfach mal sexy 12 Sternpunkte. Sehr schön. So, hier das Ganze nehmen wir mit. Und die Wolke kommt als nächstes dran. Ja, mal gucken, was wir noch so an Gegnern hier herausfinden werden. Weil ich glaube, das sind nicht die einzigen, die wir erleben. So, und ich überlege tatsächlich, ob wir... Na, Verteidigung haben die ja nicht, ne? Ich habe eine bessere Idee. Wir machen mit Gumbrina die Kopfnuss auf den hinteren. Weil sie killt definitiv mit einer normalen Attacke. Und wir mit dem Sprung können auch die andere Wolke aus dem Nichts nehmen. Ich werde auch mal irgendwann mal gucken, ob wir vielleicht ein paar andere Orden noch als Kombination mit reinbringen. Weil ich habe natürlich auch ein bisschen mich informiert, was das noch geile Orden, was für eine geile Orden noch gibt. Und was man dann auch noch schön reinbasteln kann. Ich bin mal gespannt, ob das gut klappt, was ich so vorhabe. Aber wir werden es natürlich nicht so machen, dass ich ultimativ überkrass gelevelt bin. Das ist nicht dein Ernst. Okay, das war traurig. Ja, wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier rüber zu springen im richtigen Rhythmus. Zack, zack, zack. Ah, ich verstehe. No, das muss jedes Mal beim Anfang sein und dann müssen wir einen bestimmten Rhythmus folgen. Eigentlich nicht schwer. Hä? Wieso hat jetzt der zweite nicht gegolten? Warte mal kurz, jetzt muss ich das kurz checken hier. So. Ah. Sehr gut. Musste mich tatsächlich jetzt ein bisschen konzentrieren dafür. Ich hatte nämlich keine Lust, das jetzt 5-mal zu machen. Da könnt ihr euch gut vorstellen, dass das bestimmt ätzend ist. Oh, hier ist nochmal ein Eishauch, aber ich brauche keine Items. Oh. Ich muss die, glaube ich, bald verwenden. Das ist auch ein Tonic Magic. Ach, guck mal, wir haben viel zu viel Eishauch. Ganz ehrlich, weg damit. Oh, dahinter ist ein Sternsplitter? Ja, das ist ja eh frech. Aber gut, dann haben wir den Sternsplitter schon mal. Dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir dorthin kommen. Aber das sieht aus, als würden wir das mit Yoshi machen. Oh, warte. Zack. Hoch. Jumpen. Und da brauchen wir unseren Profi-Experten im Flattern.
Nämlich Yoshinski. Boah, das war aber knapp. Ich glaube, hier hätten wir bestimmt auch den Koopa gebrauchen können. Unseren Koopio. Weil der hätte safe das auch hier schaffen können. Mit seiner Shell. Aber gut, dann haben wir jetzt den grünen Schlüssel. Dann können wir jetzt nämlich in den unteren Raum rein. Und wir haben, denke ich mal, zumindest alle Sternsplitter. Weil ich kann mich daran erinnern, ich habe natürlich ein bisschen als Vorahnung immer mal geguckt, was uns fehlt. Warte mal, können wir hier auf der Karte gucken? Ja, stimmt. Wir haben die 100% schon mal. Und die Insignien fehlen uns aber. Glimmerleine haben wir auch schon alles. Wow, geht gut. Ja, Freunde, dann fehlt uns nur noch hier ein Sternsplitter. Kein Sternsplitter hier. Wie heißt das Ding? Eine Insignie. Und das sollte dann alles sein. Oh, wer bist du denn? Oh, ich liebe die Musik. Schöner Treffer an der Stelle. 5 Schaden machen wir schon mit Mario alleine. Also, das ist schon heftig. Aber wir haben auch richtig gute Ohren dann dabei. Also, das muss man auch schon dazu sagen. Umbrina, erzählst du uns noch ein bisschen mehr Geschichte über die Pokés? Das ist nämlich ein Foul-Poké. Sie sind giftige Poké-Art und haben maximale KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Wenn sie dich vergiften, sinken deine KP so langsam ab. Ziemlich fiese Typen also. Abgesehen davon haben sie Stacheln, deshalb kannst du nicht auf sie raufspringen. Jedenfalls solltest du nicht von ihrem Lächeln täuschen lassen. Okay, aber wir wissen, was das Gute ist, zumal wir haben notfalls ein Item für die Entgiftung dabei, Sauron-Tonic. Deswegen habe ich wahrscheinlich den auch mitgenommen, Hust, Hust. Ich wusste es nicht, dass es solche Giftgegner gibt, aber man hätte das denken können. Okay, ich hoffe, das war ganz gut. Ich habe aber nur ein bisschen Damage gemacht. Aua. Das hat aber Damage gemacht, Junge. Na gut, die haben ja auch 4 Schaden, ne? Muss man so sehen. Dann würde ich sagen, hauen wir dich doch zu Brei. Aber viele Sternpunkte kriegen wir auch nicht mehr. Es ist halt leider so, dass wir schon recht gut gelevelt sind, weswegen wir auch von allen starken Gegnern so gut wie gar nichts mehr bekommen. Das habe ich gesehen. Ja. KP plus Marios Gesamt-KP können sich erhöht werden, also können erhöht werden. Jetzt fehlt mir aber immer noch der Weg am Anfang bei dem Teil da reinkomme, ne? Das weiß ich immer noch nie bis jetzt. Ach scheiße, ich wollte eigentlich vorbeilaufen. So, hier sind nochmal ein paar kräftige Pokés mit am Start. Überleg gerade, macht vielleicht ein Erdbeben sogar Sinn? Weil das macht ja 3 Damage. Ja, ist okay. Ich würde schätzen, wir machen folgendermaßen. Oh, Bartomp hat ja auch noch bestimmt eine Multi-Attacke, oder? Detonator schadet Gegner, die Bartomp direkt angreifen. Explosive, die alle Gegner trifft. Okay, drücke A so oft wie möglich. Das sollte gehen. Easy peasy. Und mach Boom. 9 Damage. Frisst BP ohne Ende, ja. Aber 9 Damage sind schon sexige Damage. Also, oha. Das macht ja mega Laune. Okay, hier haben wir Donnerzorn. Ich weiß jetzt nicht, war irgendwie Intuition daran zu gehen. Vielleicht wäre auch mal Zeit, dass wir Honigsirup mal nehmen. My friends. Weil wir haben auch keine BP mehr. Für die nächste Powerbombe reicht es auf jeden Fall leider nicht. Aber, oh, guck mal hier. Hier ist die Insignie. Ist das die Insignie, die wir brauchen? Ne, eine Insignie gibt es hier noch. Hm, vielleicht kommt das noch. Ich überlege gerade. Los, Bombe, explodier. Okay, warte mal, wir müssen es anders machen, ne? Scheinkleister, ich wollte es eigentlich mit der Bombe machen. Eigentlich sollte er angreifen und nicht die Wolke. Oh Gott. Was hat denn der da hinten? Ein Schlaffikator, glaube ich. Boah, wisst ihr was? Ich finde, wir sollten meine Maxi... Nee, Maxi-B macht zu wenig. Powering, let's go.
Ich muss den noch ein bisschen üben, vor allem für Bosskämpfe brauchen wir den. Oh Gott, Alter. Aber das geht eigentlich, wenn man einmal was raus hat. Das war gut. Hat zwar viel gezogen, wie gesagt, aber das war eigentlich echt solide gelöst. So machen die Kämpfe am meisten Spaß, wenn man das hinkriegt. So, aber warte mal, bevor ich das vergesse. Wir haben was für Ohren nochmal bekommen? Ach so, ja stimmt. Wir haben noch 6 freie Ohren. Stimmt, die habe ich gerne nicht eingesetzt. Wir könnten die Verteidigung erhöhen. Doppelgriff. Für 4 BP wendet Mario den Doppelgriff an und kann 2 Items hintereinander einsetzen. Ja, nee. Sparblüte, Marios PP-Bedarf sinkt. Blumensegen nehmen wir mit. Glück gehabt nehmen wir mit. Und Herzilein, komm, gönnen wir uns mal. Das alles andere, würde ich sagen, machen wir nicht mit rein. Stimmt, aber das habe ich ganz vergessen, dass ich noch Punkte übrig hatte. Jetzt sollten wir auf jeden Fall genug KP und BP wiederbekommen, vor allem für Mario. Weil der müsste ja 2 KP pro Runde kriegen. Also das sollte schon ausreichen. Jetzt ist die Frage, was machen wir am besten? Ich würde ja schon einen Wirbelschlag vorschlagen. Ja, komm. Oh, das reicht nur für den hinten, für den vorne. Das ist ja doof. Oh nein, bin ich dumm. Okay, das war wirklich tatsächlich einfach nur dumm. Meine Fans, ihr wurdet angespritzt. Ah, nur die Bubus sind geflohen. Ja, gut, okay. LOL, was? Ja, moin. Ah, scheiße. Und ich bin vergiftet. Nein. Oder? Ich bin nicht vergiftet. Wieso bin ich nicht vergiftet? Also, finde ich gut, aber... Habe ich da irgendwas verpasst? So, jetzt aber richtig. Ja, guck mal, 7 Damage würde das machen, wenn man es richtig macht. Ein Fail. Der Fail steht auf meiner Kappe. Ich habe an die andere Attacke schon wieder gedacht. Aber das wirbst bestimmt noch öfter, solche Fails. Könnt ihr drauf verwetten. Oh Gott. So, warte mal. Dich weichen wir erstmal kurzzeitig aus, weil ich brauche einen Honigsirup nochmal. Damit wir unsere BP erstmal auf Max machen können. Oder zumindest 12 von 20 haben. Alles klar, hier brauchen wir auch die Powerbombe. Da tut mir leid, Freunde. Hier werden wir die Powerbombe einfach spammen. Weil die 4 Gegner sind mir ein bisschen zu viel. Und so geil können einfach Kämpfe laufen. Ich liebe es, mit Bart um zu kämpfen. Der ist halt einfach krass. Sehr gut. Schön erledigt an der Stelle und... Das sehe ich doch gleich vom Weiten. Das sieht sogar ein Blinder mit Krückstock, dass hier was faul ist. Weg mit den Blättern an der Tür. So, einmal und ich denke mal, hier ist genau das Gleiche. Oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, haben wir aber trotzdem einen weiteren Eingang gefunden. Und ich glaube, hier in Tulpenmach UG... geht es beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und ihr könnt jetzt oben rechts die Playlist anschauen für die weiteren Videos. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.